Mehr als 8 Millionen Tonnen Plastik landen jährlich im Meer. Was, wenn sich all das Plastik in ungiftige Bestandteile auflösen könnte? Die italienische Firma Bio-On hat womöglich die Lösung gefunden. 2007 gründete eine Gruppe von Unternehmern das Start-up Bio-On, das sich der Produktion 100% ökologischer und nachhaltiger Materialien verschrieben hat. Ihr Erfolg setzt auf hochqualifiziertes Personal, hauptsächlich Biologen und Chemiker. Ihre bahnbrechende Erfindung? Erneuerbare Rohstoffe aus landwirtschaftlichen Abfällen nutzen, um Polyhydroxyalkanoate, kurz PHAs, zu produzieren. Echtes Bioplastik. In Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten und privaten Unternehmen testeten sie ihr Produkt auf Umweltverträglichkeit und mögliche Anwendungen. Das Bio-On PHA ist ein linearer Polyester, das auf natürlichem Weg von ungefährlichen, gentechnisch unveränderten Bakterien hergestellt wird. Die Bakterien ernähren sich von allen möglichen Zuckerarten und erzeugen dabei eine Energiereserve, PHA. In einem nachhaltigen Prozess ohne chemische oder organische Lösungsmittel wird das PHA extrahiert. Das getrocknete PHA-Puder kann eingefärbt und in Pellets gepresst werden, wie herkömmliches ölbasiertes Plastik. Diese PHA-Pellets und Puder können genutzt werden, um Produkte mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Verwendungszwecken herzustellen, wie Kosmetikartikel, Arzneimittel, Verpackungsmaterial, Kleidung und innovative Anwendungsgebiete. Aber das Beste kommt noch. Einmal genutzt und weggeworfen, wird sich dieses Bioplastik innerhalb weniger Tage in seine ungiftigen Moleküle und Abbauprodukte auflösen. Egal, ob es in der Erde, in Flüssen oder im Meer landet. Die Firma lizenziert ihre Technologie an Kunden weltweit und forscht währenddessen weiter, um die genutzte Biomasse zu vergrößern, Produktionsstandards zu definieren und neue Anwendungsgebiete zu ermitteln. Wie die Geschichte von Bio-On zeigt, können originelle, zukunftsweisende Ideen den Unterschied machen. Also auf zu neuen Ufern. Thank you.